Oh, hier ist wieder euer Metzi zu einem Let's Overwatch. Heute Teil 6 der Reihe. Mal gucken, was uns heute passiert, was heute gang und gäbe ist. Vielleicht gibt es ja ein paar neue Spasten, die hier rumlaufen. Die müssen wir uns natürlich genau unter die Lupe nehmen. Wir werden alles begutachten, dieser Overwatch, was uns Valve zur Verfügung oder Steam zur Verfügung stellt, um, oder das Spiel CSGO uns zur Verfügung stellt, um, so ist also die Überleitung viel schöner, zu zeigen, ob dieses Geburt uns bescheißt oder nicht bescheißt. Das ist jetzt hier die Frage. Wir werden direkt damit starten. Keine Umzüge, keine Wegweiser. Es geht direkt los hier. Keine Werbung, oder? Hier schalten wir keine Werbung. So, 7-9 für die CTs. Er ist CT. Kills bist. Oh, sorry. Bis dahin. Oh, er jumpt erstmal zweimal. 11-6-10. Okay, das kann man bis dahin verarbeiten. Er läuft direkt zurück, obwohl nur eine. Oh, ja. Oh, mal gucken. Okay, das war nix. Komisch, dass er zurückgegangen ist. Da kamen ein paar Flashes. Okay, die hat man gehört leicht, aber so viele. Und er macht direkt einen Rückwärtsgang rein. Er macht direkt den Franzosen hier. Oh, da kommen sie wieder. Das juckt ihn nicht. Jetzt habe ich erstmal selber gestaunt. Also, dass er den zweiten da getroffen hat. Sehr fraglich. Warum er denn den zweiten da trifft? Der schießt doch auf den rechten, oder habe ich das falsch gesehen? Jetzt läuft er wieder zurück zu seinem Auto. Er fährt gerne Auto, glaube ich. Da war er full. Und er pre-aimt pervers. Okay. Aber cool, der Typ. Bis dahin sehr, sehr nice. Noch nichts Krasses. Okay. Der war krass. Ja, für meine Philosophie zu krass. Aber das müssen wir uns nochmal genau angucken. Da, den sieht er natürlich nicht. Aber er weiß es. Er hat sich auch vor der Granate weggedreht, in dem Sinne, er hat sie immer beobachten müssen. So, zwei Rest. Mal gucken, ob er jetzt hier das krasse Tier da raushängen lässt. Ja. Na, er spielt auf. Jo, nächsten bitte. Und jetzt komm, geh da rein und gib ihm. Jetzt tut er so ein bisschen auf Unauffälligkeit. Die Bombe ist down und er nimmt den Spot nicht ein. Und tut so ein bisschen auf dummer. August, oder? Du da so ein bisschen der Vollidiot, aber die Monster-Reflection in so Szenen natürlich wieder. Er ist natürlich AWP Wunderkind Johnny R, wenn ihr den noch kennt. Oder heutzutage JW Schweinchen. Guckt euch mal seine Steckdosennase an. Ah, so, dann gucken wir mal. Lang ist diesmal keiner. Kurz aim, direkt weggehen oder was? Ja, wie immer. Lang können wir offen lassen, ist ja keiner. Dann wieder hingehen, weil einer wieder hinguckt, dann wieder weg. Okay, sehr interessante Spielweise auf jeden Fall. Nur weil diesmal gar nichts. Das heißt ja nicht, dass da, wenn da. Es kam ja gar kein Kontakt da zustande. Mal gucken jetzt. Jetzt holt er sich den Fensterspieler da wieder weg. Versucht er, aber es kommt keiner. Okay. Da ist einer auch kurz hinter ihm, aber der wurde gefickt vom Bot. So, jetzt Tor rein. Und sein Mate lässt ihn halt nicht rein und ihn anzoomt. Und er weiß auch, wo der nächste ist. Okay, jetzt hat der Nächste sich erst verraten, so. So, jetzt schaut genau hin, wie er es macht. Genau so macht man das. Ah. Er könnte überall hingemoved sein, der Gegner, weißt du? Und er guckt die ganze Zeit vor, die Smoke weg, geht schon dahin, so. Klar war der da in der Ecke, brauchen wir jetzt gar nicht darüber diskutieren, aber er kann sich auch bewegen. Also diese Models sind da nicht festgetackert. Aber für ihn sind die wie festgetackert. Er guckt nicht falsch. Das ist eher die Aussage nach der Szene. Wenn man sich das genau angeguckt hatte. So, jetzt gucken wir mal. Lang wird wieder aktiv angegangen. Full rein. Full umdrehen. Wenn zu viele, werden immer umdrehen. So, sein Mate nicht unterstützen. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch gehittet. Habt ihr gesehen? Auch gehittet. Das war jetzt nicht, dass er daneben geschossen hat. Er hat den auch gehittet. Das ist ja das Komische. Jetzt passt mal auf die Mannschaft. Er aimt den vorderen ab, aber den hinteren fickt er damit. Aber der war low, das ist halt Pech. Oh, nächste. Kenny SSW, glaube ich. Kenny S ist heute live im Overwatch. Das AWP-Monstertier nicht. Ah, sieht man schon, dass er auf jeden Fall Hilfe an hat. Welche müssen wir jetzt noch rausfinden? Warlock auf jeden Fall. Vielleicht sogar Trigger. Das wollen wir jetzt mal sehen. Guckt er zum ersten Mal in die Mitte rein. Er ghostet durch die Wand, ist der Meinung in der Szene. Voilà. So, jetzt gucken wir mal, was er macht. Habt ihr gesehen? Er schießt dahin. Aber das können wir uns jetzt nochmal angucken. Guck mal, er ist voll daneben. Ah, hittet aber auch nicht. Okay, dann ist das nicht schlimm. Ne, jetzt 10 Meter daneben.
Das ist ganz schlecht. Guck mal, in der Slow-Mo weiß man schon nicht mehr, was man guckt. Er trifft in Slow-Mo keinen. Ich glaube, er weiß, dass ich Slow-Mo angemacht habe. Er weiß es doch. Er weiß was, was ich nicht weiß, aber er weiß, dass ich es weiß, oder wie? Ach, Schote, du bist ein Wichser. So, da ist ein Bot dabei. Mal gucken, wen er macht. Was? Geil, ganz geiler Typ, ganz geiler Typ. Auf jeden Fall habe ich da wieder richtig Spaß dran. So, erstmal mit der Waffe rein und dann... Was sind das denn? Jetzt sind normale Action, oder? Ja, dann machen wir noch eine. In Slow-Mo können wir nicht, aber in Fullspeed machen wir kurz einen, oder? Jetzt wieder zu lang. Dr. Lang, oder? Was? Wie viele Kills hat er jetzt? Müssen wir nochmal nachgucken? Ah, machen wir gleich nächste Runde hier gucken, bitte. Er korrigiert blind, das sieht man. Er korrigiert blind. Er ist angeblich full, laut der Anzeige. Aber egal, jetzt gucken wir mal weiter. Kann ja auch nur sein, weil er schießt, dass er verreist. Das könnte ja auch sein bei Soloen. So, jetzt gucken wir mal, was er lang veranstaltet ist. Guck mal, wie viel Platz er diesmal nimmt. Aber er hat auch noch Glück, dass der Gegner so reinläuft. Oh, da ist er ganz schlecht dran. 27 Kills, guck mal. Mit 12 angefangen. Ey, den will ich mir nochmal angucken, bitte. Hallo. Den kann man sich nicht nochmal angucken. Der war doch niemals drauf. Da war doch eine Hilfe am Start. Ah, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das hier wäre. Der Subscribe, falls ihr nicht wisst, wie er heißt. Wie immer. Wie sagt Bengelchen immer, ich habe auch so Subscribe, ich guck dir gleichen wie du. Ja klar, die heißen bei allen der unter Verdacht, oder? Merkt euch das, wir haben alle so Subscribe. Und die Namen sind alle willkürlich erfunden. Falls das jemand noch nicht wusste, der jetzt zuguckt. Kurze Erklärung. So, ja, aktiver Warlock und Aimhilfe, würde ich behaupten, in der Szene so. Weil sah man in der einen Szene in der Mitte, da puff, so reinklickerte. So, dann danke ich euch. Lasst einen Daumen nach oben hoch, wenn euch das Video diesmal gefallen hat und denkt an das Abo für mich.